Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4. Wir sind Brandenburg und hörten in den Kommentaren schon die ein oder anderen Unkenrufe von wegen ein zweites Frankreich bahne sich an, aber weit gefehlt. Wir sind hier, stehen fest hier in unserem Regierungssattel und werden das Land auch bestimmt nicht vor die Wand fahren, wie damals mit Frankreich, aber darüber reden wir gar nicht mehr. Heute sind wir dabei, die Herrschaft über Europa zu übernehmen. Wir haben einen auslaufenden Kriegsgrund gegen die Schweiz und Hessen, die haben uns nämlich beleidigt. Das war damals zu der Zeit, als es ganz en vogue war, uns zu beleidigen. Wir können in eine neue Qualitätsidee investieren, machen wir aber nicht. Was wir besser lieber machen, ist die Lundenschloss-Muskete zu erforschen. Ermöglicht kleine Gusseisenkanone und große Gusseisenkanone, kann eine Baracke bauen und eine Waffenmanufaktur. Eieieiei. Infanterienahkampf plus 0,2, Kavallerie plus 0,5, Frontbreite um 2 erhöht. Ja, wenn wir da nicht mal gut dabei sind. Der Zeit voraus, 7 Jahre. Also militärtechnologisch müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Diplomatisch auch nicht, aber administrative Technologie, ne? Nun gut, das war ja abzusehen. Wir brauchen all unsere diplomatische Macht, administrative Macht, Verzeihung, um hier die Stabilität wieder nach oben zu bekommen, denn wir sind im Bauernkrieg. Wir werden hier nicht draufklicken. Ich weiß, dass wir Holstein zu unserem Glauben konvertieren können, aber will ich gar nicht. Irgendwann hätte ich nämlich gerne den protestantischen Glauben, um dann, wenn ich die administrative Technologie Stufe 10 errungen habe, dann nämlich, ich zeig's euch, na, das Königreich Preußen gründen. Na? Also, die Technologiestufe höher als 10, einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Brandenburg ist protestantisch oder reformiert, wird auch passieren. Ostpreußen haben wir schon, Danzig, Hinterpommern haben wir auch. Und Frieden, das wird nicht so schnell passieren. Ich kann mir vorstellen, dass der Friedenspunkt der am meisten umkämpfte sein wird. Was ich euch schon unterhalten habe mit Geld und nie benutzt, ne? Ja, aber ihr werdet trotzdem weiter unterhalten. Einfach nur, damit die anderen sehen, ah gut, er hat doch eine Flotte. Ich dachte schon, er hat keine, aber wir kontrollieren ja praktisch die Ostsee. Halt nur nicht mit Schiffen. Bei Markgraf messen außer uns, dass Schweden das Recht aufgekündigt hat, hier militärisch durchzumarschieren. Ostpreußen. Und wir haben die Belagerung von Marienburg gewonnen. Das ist doch sehr schön. So, jetzt pass mal auf. Ostpreußen. 14. Lass uns mal die noch hier weghauen, solange wir noch durchlaufen dürfen. Weil sonst haben wir später wieder das Problem, dass wir nicht durchlaufen dürfen, ne? So, Paul Rewotzki. Haben wir eigentlich noch Paul, den Diplomaten? Sag mal, der muss doch schon 100 Jahre alt sein, oder nicht? Ich glaube, der hat gar kein Alter. Na, wobei, ja gut, wir spielen ja bald. Oh, in 7 Jahren spielen wir 100 Jahre. Tatsächlich, 100 Jahre Brandenburg, das muss gefeiert werden. Die Pfalz hat religiöse Unruhen. Tja, das haben sie davon, wenn sie nicht hier ihre Leute im Griff haben. Im Gegensatz zu uns. Na toll. Jetzt rennt der deutsche Orden hier rein, oder was? Hä? Wieso kämpfen die nicht gegeneinander? Friedensangebot vom deutschen Orden. Müssen wir mal schauen. Deutscher Orden verzichtet auf Ansprüche hinsichtlich Kulm. Zahlt 36 Schokaden. Wir müssen hier kurz ablehnen. Wir wollen nämlich unsere Einheiten wieder aus Ostpreußen rausbekommen. Und das schaffen wir nur, wenn wir hier offene Grenzen haben. Offene Grenzen. Ich benutze schon wieder den Civilization 5 Jargon. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wenn wir ein militärisches Durchgangsrecht haben. So. Ja, aber ich habe wirklich sonst kein Interesse an euch. Na gut, ich würde euch gerne natürlich schon, ne, zum Vasallen wieder machen. Wird nur 78 kosten. Machen wir das doch. Dann haben wir das gleich wieder. Kulm ist Kulm. Haha. Nee, mach euch zum Vasallen und Punkt. Dann wäre das geklärt. Dann kann man hier Durchgangsrecht können, Ostpreußen, solange
belagern, wie wir wollen. Die Armee auswählen, einmal belagern bitte, ab nach Memel. Dort belagern und dann dauert das noch ein Jahr und dann müsstet ihr eigentlich wieder unser Vasall sein. Auch wenn das den Nachbarn nicht passen wird, so wie ich die kenne. Und ihr geht zurück nach Brandenburg. Wir brauchen euch. Brandenburg. Wir brauchen euch, um hier die Bauern niederzuschlagen, falls sie sich erheben sollten. Nationalbank zahlt Dividenden aus. Nice. 34,14 Dukaten. Wir sind im Krieg. Müssen wir mal hier kurz, machen wir hier mal Revolten möglich. Holstein. Oh, Holstein. Weißt du? 3 von 9 Häfen werden blockiert. Wir haben Verlust erlitten. Das war abzusehen. Ich muss jetzt endlich mal Frieden haben. Wir haben freien Beraterplatz, 2 sogar. Waffenruhe wird Ende gegen Norwegen und Dänemark. 1540 ist okay. Nationalentscheidungen verfügbar. Der Weihbischof Akt. Ich werde nicht auf die Steuern verzichten. Auch wenn das günstigere Stabilität zur Folge hätte. Wir können Provinzverbesserungen bauen. Und wie? Wir warten jetzt aber mal. Wir haben zwar keine... Weiter. Wir waren... ja, sieh dir. Nur 2 Dukaten pro Monat. Wieso denn eigentlich? Naja, solange, sobald wir dann den deutschen Orden wieder zum Vasall haben, bekommen wir von denen die Hälfte der Steuereinnahmen. Ist ja dann auch ein bisschen was. Aber... Ja, könnte besser sein. Friedensangebot. Deutscher Orden verzichtet auf seine Ansprüche hinsichtlich Kulm. Ablehnen. Jetzt bin ich wieder heiß gelaufen. Und gierig, wenn mir diese Gier nicht mal irgendwann dann doch zum Verhängnis werden sollte. Wie es ja schon oft geworden ist. Aber wenn wir einen deutschen Orden zum Vasall haben, dann haben wir hier auch, na, eine Flotte. Befehlshaber gestorben. General Paul Rewotski ist tot. Schauen wir doch mal, wie das hier aussieht. Diederik, will ich dich über 100 Jahre hinweg durchschleppen? Wobei, warte mal, wir können doch jetzt schon diese übelsten super Einheiten bauen. Petrero ist ja schon mal der Hammer, ne? Aber jetzt ist die Frage, ist das auch besser als die gusseisernen Kanonen? Schau mal, veraltete... Genau, ist schlechter. 2-3 im Fernkampf. Ja. Ja, defensiv sind sie sehr gut. Aber offensiv halt so gar nicht. Offensiv würde sich dann schon die große gusseiserne Kanone anbieten. Wobei die natürlich, denke ich mal, viel teurer sein wird als die kleine gusseiserne Kanone. Und da ist die Frage, ob wir, und sie ist vor allem manövrierfähiger, ob wir da nicht... Müsste man jetzt wissen. Aber schau mal, bei den, ja, bietet das noch gar nicht an. Boah, 2 im Unterhalt. Heiligsblechle, ist das teuer. Also da muss ein Schwab lang für, da muss die schwäbische Hausfrau lang für Stricke, muss die. Lass mal den Petrero sein. Wir werden uns das Spiel... Gut, wir müssen aber jetzt noch zum kümmern. Diederik von Anhalt. Ob wir den jetzt hier im Fernkampf als so eine Spezialbelagerungseinheit machen wollen. Das wäre schon... Wir nehmen einfach mal den neuen. Der gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Nahkampf 5, Fernkampf 3. Was heißt hier? Belagerung 2. Ach so, jetzt sehe ich erst. Diederik ist für Belagerung ist ja extra. Diederik ist für Belagerung gar nicht zu haben. Diederik ist also nur gut im Fernkampf. Ja, das sehr gut. Aber im Nahkampf lust er ab im Manöver. Auch Manöver ist mir nicht so wichtig. Aber dass Georg auf jeden Fall der ausgeglichenere. Wenn wir mal auch zusammenzählen. Hier hat er 8 Punkte und er hier nur 7. Diederik, ich werde dich mal behalten, aber sobald wir die Möglichkeit haben oder den Bedarf an einem neuen General, bist du weg. Das muss sehr klar sein. Also, Georg, das freut mich, dass wir Georg bekommen haben. Georg ist ein Top-Anführer, auf das er lange unsere Truppen zu glorreichen Siegen führen wird, wenn wir nur 27 Legitimität haben. Aber pro Jahr steigt das ja wieder, ne? Sehr gut. So, die Belagerung dürfte dann auch bitte bald durch sein, wenn ich darum bitten dürfte. Mecklenburg. So, gleich mal hier. Wehe, du stirbst mir jetzt weg. Georg. Ne? Zeig mal, was in dir steckt.
was du aus dem Trumm rausholen kannst. Ja, wir haben Verlust erlitten, aber schneller Kampf. Oh, zerquetschte Rebellen in Potsdam erheben sich. 22 Bauern. 22 Bauern. 22 Bauern. Wie machen wir das? Wir können keine eigenen... müssen wir jetzt mit Landsknecht-Infanterie arbeiten. Wohl, ne? Der Deutsche Orden ist auch noch nicht davon überzeugt, dass wir gewinnen. Vielleicht wird das bald, vielleicht wird das bald. Ich meine, er muss ja sehen, dass er da keine Chance hat. Aber er ist nicht bereit, sich wieder zu vassalisieren. Kardinal. Kardinal? Die gibt's ja auch noch. Vatikan. Poll. Rein damit. Ei, das wäre ein Spaß. Jetzt ist er schon gar nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, Poll wird der ewige Kandidat sein, der es niemals zum Kardinal schafft. Friedensangebot und Revolte in Rupin. Kümmert euch erstmal um die Revolte in Rupin. Schaut euch das Friedensangebot an. Ne. Ablehnen. Der Deutsche Orden wird zum Vassal und da können sie nichts dagegen machen. Solange sie nicht wieder gefordert werden. Von Polen zum Beispiel. Sehr gut. Ignorierte Verfügungen. Monarchen regierten durch einen Erlass von Verfügungen, aber meist fehle ihnen die Macht, sie auch durchzusetzen. Die Durchsetzung hin von der lokalen Obrigkeit ab adlige Stadtregierungen, die nicht immer so aufpassten, wie die Monarchen es gerne gehabt hätten. Lass es selbst in die Hand nehmen, erhalten 10 Revoltenrisiko in Danzig, oh, wir haben es ja eh, oder Bemühungen intensivieren, administrative Macht, weiß ich ja von allem, aber nicht von der administrativen Macht. Das Revoltenrisiko in Danzig. War das die richtige Entscheidung? Meiner Meinung nach ja, denn, ich meine, das ist doch eh, ja, wir haben ja die Armee Hammer, die Macht nicht, von daher werden wir immer die Armee nehmen. So, wie macht man das? Wenn die Belagerung hier endlich mal durch sein sollte, ne? Dann gehen wir hier rüber, gehen nach Potsdam und werden mit unserem neuen Supergeneral diese Unruhen wieder beruhigen. Ansbach hat da religiöse Unruhen und da denken sie, sind jetzt was ganz Tolles, ja? Jeder in Europa ist schon dabei und sobald die es haben, sagen sie, ah, wir haben es jetzt auch, wir haben es jetzt auch. Wie ein 12-jähriges Mädchen, das sich freut, dass sie jetzt auch die neueste Barbie-Puppe hat. Mecklenburg. So, ja, solange ihr hier mitkommt, liebe Sachsen-Lauenburger, haben wir das im Griff, das passt schon. Schon wieder Mecklenburg. Seltsam. Mir sind die Verluste zu hoch. Oh, die Provence. Kaum ist sie dabei. Im Reich, schon kostet sie mir alle Reichsautorität. 20, wieso denn auf einmal 20 Reichsautorität? Das war doch früher günstiger. Mann. Ja, wird Zeit, dass ich mal hier, kann ich die Reichsreligion nicht zum Protestantismus sofort machen? Aber da haben wir als Brandenburg ja ein Problem, ne? Der Kardinal ist uns nicht länger gut gewogen und... no, ist 145 Macht in den Sand gesetzt. Ja, das heißt, also wir können einfach nicht mehr hier so viel investieren in Poll, dass wir ihn weiterhin kontrollieren können. Jetzt aber. Kann es sein, dass sie uns immer dasselbe geben wollen? Seltsam. Komm mal hier mit, damit das schneller geht. Hoffe ich doch. Armeen, Belagerungen. Sehr schön, im Positiven. Und Belagerungsphase endet in jetzt nix. Oh komm, das sind schon wieder über ein Jahr für so Kleinstprovinzen. Ich muss immer ein Jahr warten. Gut, ich habe auch keine Belagerungseinheiten dabei. Da kann das schon mal dauern. Und Potsdam, ja, wenn die hier in Potsdam so weitermachen, haben wir da ein Problem. Ein grand problème. Komm, mach hin, Junge. Wir brauchen ja eigentlich nur eine. Endlich. Im Land. So, reden wir nochmal über die Vassalisierung. Volle an. Ich möchte keine Annektierung. Ich möchte nur die Vassalisierung, das passt. Ermland braucht man nicht. Kulm geben sie auf, sehr gut. Wie sieht es mit Gold aus? Gold können wir immer gebrauchen. sehr schön.
0,2 Inflation für 90 Gold. Wir brauchen das Gold jetzt. Forderung senden. Und das hier geht schon durch, ne? Zum Vasallen von Brandenburg. Ach, das ging ja auch. Ja, aber ihr habt ja kaum was. Ja, lasst mal euren Handelseinfluss sein. Wir bekommen eh die Hälfte der Steuern, aber nicht des Handels. Naja, dafür bekommen wir Bargeld auf die Hand. Und Kulm uns ja auch nicht mehr. Das bedeutet, ein Kriegsrund weniger für Kulm. Forderungen senden. Die sie annehmen. Sehr gut. Ja, das habt ihr davon, wenn ihr uns beleidigt. Ich hoffe, das war eine Lehre für die anderen europäischen Staaten, deren Beleidigungen wir bisher immer durchgehen lassen haben. Hamburg. Also Hamburg, dann sage ich das G gerne mit so weich. Was ist mit euch los? Wo wollt ihr denn hin? Kommt wieder zurück, wir brauchen euch. Euch. Aber erstmal nach Potsdam. Denn dort läuft die Belagerung schon viel länger. Und ja, das müssen wir erst gewinnen mit unserem Anführer Georg. Und 17.000 gegen 19.000 Bauern, das würden wir sogar ohne Georg gewinnen, höchstwahrscheinlich. Jetzt, Kinders, macht ja nicht den Fehler und geht... Ja, ihr geht natürlich hier hin. Doch, das dürft ihr. Die Nationalisten werden nämlich erstmal in Hamburg bleiben, ja, und die Reeperbahn besetzen. Hessen hat Köln den Krieg erklärt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mir da zum Waffen gerufen werden. Ich hoffe es mal nicht, wir haben selbst Zeug zu tun. Und in Altmark und in Anhalt haben sich Bauern erhoben. Ah, Bauern. Tatsächlich Bauern, sehr gut. Da müssen wir hier ja gar nicht... geht die Moral runter. Was habt ihr denn mit der Moral, Kinas? Warten mal einen Monat ab. Bis zum April, da ist die Moral wieder oben. Jetzt haben sie was gegessen. Briefe nach Hause geschrieben. Und alles ist wieder gut. Sehr schön. Und dann haben wir... Schon wieder viel zu viel Moralverlust. Ja, wir warten wieder bis zum Mai. Hansebund hat religiöse Unruhen. Willkommen im Club. Willkommen in meiner Welt. Hier können wir können eigentlich den Marschbefehl schon immer rüber aus Burgund. Wir hassen Burgund, stimmt das? Nein. Okay, akzeptieren. Sorry, manchmal werde ich von der Musik weggetragen und säusle mit. So, liebe Sachsen-Lauenburger, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch uns anschlüsset, damit wir zusammen die Hamburger Nationalisten niederstrecken können. Militärzugang aus Hessen, warum auch nicht? Militärzugang aus Utrecht, warum auch nicht? So, jetzt pass auf. Anschließen immer der Armee von Lauenburg folgen. Nein! Anschließen. Ich würde gerne, dass sie sich uns anschließen. Ich gebe ihnen auch Zeit dafür. Und gehen sie mit. Sie gehen mit. Ja, gut. Was ist hier? Ah ja, das sind die katholischen Fanatiker vom Hansebund. Ja, sehr schön. Schlacht von Hamburg gewonnen. So, jetzt geht ihr alle zusammen nach Brandenburg. Und dann schauen wir doch mal. Ja, leider haben wir keine Kontrolle über die Schiffe unseres neuen Vasallen. Diplomatie, da werden wir schauen, dass wir die Beziehung mit euch so weit verbessern, dass wir irgendwann die Annexion durchführen können. Wobei das ab jetzt wieder 10 Jahre dauert, bis das überhaupt verfügbar ist. Da zählt ja jetzt höchstwahrscheinlich die neue Vasallisierung und nicht die alte. Aber ich hab Zeit. So wichtig seid ihr mir auch gar nicht. Ich hoffe nur, dass Polen jetzt nicht wieder ein Auge auf euch wirft. Litauen hat uns beleidigt. Warum das denn, unser Verbündeter? Mamlukenreich hat den Johanniterorden den Krieg erklärt und die Mali haben Songhai den Krieg erklärt. Da schau her, Songhai. Den kennen wir doch irgendwoher, nicht wahr? Wo bist du denn? Diplomatie. Wir wissen gar nicht, wo er ist. Wir kennen ihn gar nicht. Lustig. Wir sind kartografisch noch nicht so weit, dass wir Songhai kennen. Kann das sein? Das hier ist Portugal. Hausa und Mali. Genau, und Songhai müsste dann hier irgendwo sein. Im Terra Incognita. Weiter im Text. So, wir haben unsere Einheit einen Verlust erlitten. Zu viele diplomatische Beziehungen. Ich weiß. Ich bin so ein schlechter Diplomat. Oder ein guter, der eben sich sagt. Die eine Beziehung, die lassen wir uns nicht entgehen.
Die nehmen wir noch mit. Und in Danzig 18.000. Und wir werden nicht stärker. Komm mal mit. Wir gehen mal bei unserem Verbündeten vorbei. Wehe, ihr kommt auf die Idee, hier einzeln zu kämpfen. Nehmen diese drei in Braunschweig. Okay, jetzt hoffe ich, dass er sich uns anschließt. Und er schließt sich uns an, dann gehen wir einmal nach Braunschweig. Oh, Burgund gegen die Hansen. Und Burgund gewinnt. Ja, das ist klar. Wieso haben die Hansen... Trier ist gut. Wieso sind die Hansen im Krieg Verteidiger gegen Hessen? Im Krieg hessische Unterdrückung der kölnischen Ketzer. Die kölnischen Ketzer. Die sich hier... Oh, wir haben Verstärkung bekommen. Sehr gut. Der Paul ist aus Trier nach Haus gekommen. Ich glaube, ich habe letztes Mal die Porta Negra gesagt. Aber die, das heißt gar nicht Porta Negra, sondern Porta Negri. Da sieht man mal wieder, dass ich kein Latein hatte. Aber das schwarze Tor einfach ist ja das für mich bekannteste Wahrzeichen Triers. Und ja, wir haben hier, wie ist hier das Versorgungslimit? 30. Sehr gut, das geht. Und wir sind schon wieder über der Zeit. Wir sind schon wieder über der Zeit, Ginas. Was haben wir diese Folge eigentlich gemacht? Ja, den Deutschen Orden vassalisiert. Das ist allerdings was, ja. Das ist allerdings was. Wir schreiben dann Januar 1540, die Ostsee friert zu. Das ist ein harter Winter. Das steht hier auch immer, ne? Jetzt natürlich nicht. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube nicht, dass... Ja. Wir könnten es gewinnen. Das ist so ein typischer... Da würde ich jetzt gerne speichern und mal gucken, ne? Aber rein theoretisch, klar, sie haben ein Drittel mehr Einheiten, aber wir haben dafür den Georg. Und die wohl besseren Einheiten mit der restrukturierten Galochlech-Infanterie. Ah, und hier schon wieder drei Einheiten, die wir bezahlen und gar keine da sind und auch nicht mehr so schnell zurückkommen. Da müssen wir eigentlich Regimenter zusammenlegen. Aber da meinst du immer so klein bleiben. Wir müssten eigentlich einzelne rauspicken, ja? Also gerade. Wir haben gar keine Landsknecht-Infanteristen mehr, ne? Also gerade alte, aber die gibt es ja nicht mehr. Und die entlassen. Wie viele haben wir denn hier? Ach, ich bin überzeugt, ne? 20. Wenn die mal wieder bei vollster Gesundheit wären, wären das 22 Einheiten. Nee, das haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. 1, 2, 3, 4, ja, 16 und 2, 18. Wählt diese Einheit aus, entlasst sie. Halt, doch, warte, ja, weil wir bezahlen für sie und sie werden in nächster Zeit einfach nicht sich erholen können. Wir werden nicht so viele so eine Rekrutenreserve haben. Einheit auflösen, spart Geld. So. Heieiei, siehst du, immer noch 12.000, das passt doch. Und ihr, ja, die paar Leute, die werden wir in ein paar Monaten wahrscheinlich wieder zusammen haben. 248 Gold, was machen wir damit? Wir werden uns in der nächsten Folge dafür entscheiden. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Egon Sonn.